Alles fertig, das Essen. Schatzelein, wie war denn die Fahrt? Sehr gut. Sehr gut angekommen. Ich freue mich. An der Grenze war überhaupt gar kein Problem. Ja. Ja, nur so eine Stunde, weil da so ein paar Freunde waren. Eine Stunde und dann warst du durch. Ja. Aber so. Eine Sache war, da war auf einmal mein Fahrzeugschein weg. Vom Auto, der Was Auto ist das blieb. Denn für ein Zeug? Was ist das? Ja, das Dokument vom Auto war weg. Ah, wo war das? Das hat die eine liegen lassen irgendwo. Die eine. Die kontrolliert. Kölnerin. Hat sich dann noch bei mir entschuldigt, aber erstmal habe ich voll geblieben. Du hast voll Angst gehabt. Ja, das wäre voll das Problem gewesen. Jo, und dann hast du gesagt, schmeckt gut. Ja, lecker. Sehr gesunde Salate endlich. Schnäpschen, Birkenschnäpschen, oder? Mit rechter Hand lieber, weil so kann ich nicht. Ja, schmeckt gut. Das ist dein Schnaps, hast du gemacht. Ui, Malenki. Das sind Schweinerippen, Sauerkraut. Schweinerippen habe ich gestern noch geschenkt bekommen. Ach. Von einer Frau hier, von Oksana. Hab mich schon gewundert. Ja, okay, das musst du wahrscheinlich alles mit der Hand mit der Hand alles essen. Ja, das geht alles wunderbar. Boah. Gemüse habe ich dir. Apfelchen, Kohl, so Bohnen, Karotten, Ziegenkäse. Das schmeckt sehr gut. Das sind dicke Bohnen. Und mit Sauerkraut. Oh, wie ich mich freue, dass mein Schatz da ist. Bursch, wie ich mich freue. Ich habe auch extra nur gefrühstückt. Wie schön, dass wir zusammensitzen hier. Sehr schön. Genau, mit der Hand, da ist ja auch nicht viel Fleisch. Das ist ja nur Rippe. Ja, aber das ist genau vom Knochen. Aber nur Rippe. Das ist lecker. Das ist keine Rippe, die andere ist vielleicht Rippe. Schulter oder Bein. Schulter oder was, aber hat ein bisschen Fleisch? Viel. Ist schon kalt, Schatz, soll ich nochmal wärmen? Nein, das ist nicht kalt. Mhm. Willst du mehr scharfe Soße? Ja, vielleicht. Ja? Sehr gerne. Scharfe Soße. Aber Regen habe ich mitgebracht, ne? Jetzt ja, Regen aus Deutschland mitgebracht. Ja, nee, hier hat auch mal geregnet. Ja? Ja, es hat schon. Nein, ganze Fahrt hat geregnet. Echt? Mhm. Auch in Deutschland? Oder nur hier? Nee, in Deutschland auch. So gut siehst du aus, Schatzelein. So schön. Oh, wie schön, dass du Karotten liebst. Und so auch, das sieht wunderbar aus. Danke. Danke für das Essen. Oh, lecker. Yeah. Mann, ich freue mich. Und Schnäpschen hast du gemacht. Das ist dein bester Birkenschnäpschen. Scharfe Soße habe ich für dich gemacht. Oh, ich freue mich. Und die Bohnen, die magst du. Ja, einfach mal. Ich hole dir ein Tellerchen. Gurke dabei, lecker. Nur saure Gurke. Und wie schmeckt Sauerkraut? Sehr lecker. Oh, duże dobre. Ja, sowas kriegt man natürlich jetzt nicht. Weil aber ich freue mich so, dass die Fahrt gut war, dass nichts passiert ist, dass alles okay. Gut durchgekommen, gestern ein gutes Stau? Waren Staus? Ja, ein bisschen, manchmal war es. Eine Stau irgendwo, ja. Aber nicht lange. Das war nicht schlimm. Sogar Sahne. Nur no, für also. Dich, alles für dich. Ich habe heute Morgen sehr gut gefrühstückt im Hotel. War schön? Ja, im Hotel? Sehr schön. Das war so ein Holzhaus. Ja, das haben wir noch gar nicht erzählt. Du musstest ja einmal in Katowice übernachten, weil das sonst wärst du 30 Stunden gefahren. Ja, sonst ist das so anstrengend. Heute Morgen bin ich nochmal losgefahren um 8:30. Cool. Und ich habe auch schon Unterrichte geschafft, alles fertig. Wunderbar. Jetzt können wir uns nur noch entspannen. Ja, noch das Auto auspacken. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist ja Freude. Macht ja auch Spaß. Ja, so viele Geschenke. Am Zoll haben sie gefragt, woher ich die ganzen Sachen habe. Und ich sage, das haben alles die deutschen, unsere deutschen Freunde gegeben. Toll. Für die Leute hier. Die haben sich sehr gefreut. Und ich freue mich so, dass du Gemüse isst. Lecker. Dass du Gemüse liebst. In diese? So ein Salat ist das mit Apfel, oder? Mhm. Zusammen. Schmeckt gut. Zusammen passt gut, ne? Alles passt. Ziegenkäse hat dir geschmeckt. Alles schmeckt dir. Sehr lecker. Und leider schon kalt. Ich habe schon sehr auf dich gewartet.
Und du siehst so hübsch aus. Richtig. Nein, ich habe ein bisschen zugenommen. Ein bisschen, ganz wenig. Aber klar, was soll man essen? Pizza, Hamburger, das, was da gibt, Döner. Oft. Aber hier Salate, Sauerkraut, Salate, Bohnen. Schmeckt aber auch besser. Hier gibt es nur Bohnen. So leckeres Fleisch. Ich freue mich so. Sauerkräutchen. Jetzt ist auch fast Winter. Jetzt muss man Sauerkraut, Sauergurken. Ich habe heute eine saure Tomate. Ist noch nicht so kalt, aber es kommt. Man merkt es Herbst. No. Überall ist Herbstfarbe. So schön, richtig, ne? Schön, ja. Goldig. Ich war heute im Geschäft dir Brot holen. Sehr schönes Brot für dich geholt. Hier, dieser Käse ist lecker. Wenn du möchtest ein Stück Brot, dann sagst du mir Bescheid. Ach, der Käse war lecker, ne? Ja, ja. Bravo. Freue ich mich, Bursche, wie ich mich freue, dass mein Schatz gesundes Essen liebt und niemals meckert mit dem Essen. Immer ist das, was man ihm gibt. Und immer zufrieden. Das ist ja auch wunderbar. Ich habe so auf dich gewartet, mein Junge. Ja, hier. Papier. Mikro-Optik. Ein bisschen Schnäpschen muss man auch trinken nach so einer anstrengenden Reise. Mann. Wie viel Kilometer? 2000? Ne, 1600. 1600? Mhm. Oho. Das geht aber. 1600. Ist aber nicht wenig. Ja. Nicht wenig. Ist ein Stück. Das Fleisch fällt vom Knochen. No. Mit scharfer Soße, das ist genau das. Lecker. Nach der Reise, was man braucht. Und ich freue mich so sehr, dass du da bist, mein Liebling. Ich sitze so und kann das gar nicht glauben. Das alles, das hat so gut alles geklappt, diese Arbeit, wie als ob eine Woche nur vorbei ist, ne? So gut geklappt, hier die Arbeit, da die Arbeit, die Tiere. Ja, aber war anstrengend für dich, oder? Ja, anstrengend, aber war nicht so schlimm, kann man alles ertragen. Ich liebe diese Tiere. Weißt du, weil wenn man Tiere nicht liebt, dann meckert man. Aber ich liebe das. Heute habe ich Heu gegeben. Ah, und hier, Vassil, der Nachbar, hat mir solche Stück gegeben. Der hat gesehen, wie ich mit der Hand rausziehe. Und der hat mir so einen Haken gegeben. Boah, heute ging das so viel besser dann. Das ist von früher so eine Methode, ne? Boah, so toll. Aber da wollte er noch ein bisschen Geld dafür haben. Aber ich, so ein Euro. Aber ich habe gesagt, nein, ich probiere das erstmal aus. Und wenn das funktioniert, dann kriegst du dein Euro. Jetzt bin ich eben noch schuldig. Das ist aber geizig. Nee, nicht geizig. Ich habe gedacht, so ein Haken kann gar nicht gehen. Aber geht. Geht sehr gut. Geht wunderbar. Das so reinstecken und ja, und zieht viel mehr wie mit der Hand. Weil ich habe mich so gequält. Ich stand eine Stunde da und habe so immer so ein ganz kleines wenig eben von Heu rausgezogen. Die Leute wissen das. Dieses Problem hat jeder. No. Ja, aber der ist so schlau. Jetzt bin ich ihm noch 1 Euro schuldig, gebe ich ihm noch. Na, gibt's schon. Vielen Dank fürs Essen. Boah, Schatz, danke dir für die ganzen Geschenke, die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Die werden wir noch irgendwann auspacken. Aber wow, ich freue mich erstmal, dass mein Schatz gut angekommen ist. Und es ist noch gar nicht dunkel. So gut geschafft. Noch hell geschafft. Aber gleich wird dunkel. Jetzt gleich beeilen. Gleich wird ganz. Nein, nicht beeilen. Bitte ist in Ruhe. Nein, aber die Sachen noch rauskommen. Ach Quatsch, kann man in Dunkelheit mit Lampe? Ist in Ruhe. Dunkel ist ja viel mehr. Teil des Tages ist jetzt dunkel. Ist in Ruhe. Genieß deine Gemüschen. Langsam, mich lobt. Vielen Dank. Sehr gerne. Okay, ich sag allen großen Dank, an alle. Ich weiß schon, an Brigitte und Harald. Vielen Dank, Brigitte und Harald. An sehr, sehr vielen Dank. Ich habe schon, Christian hat schon gesagt, dass ich habe von euch Geschenk bekommen. Dankeschön. Elisabeth, Rebecca, vielen Dank. Rahel, Jens und Janina. Rahel und Timon. Jens und Janina. Norbert und Martina. Norbert, hast du gesagt, hat mir eine Mütze geschenkt, ne? Ja. Oh, ich freue mich. Gerd.
Gerd. Aber Tina hat dir noch was geschenkt, das weißt du noch gar nicht, welche. Ach so, echt? Oh, danke. Danke, Norbert und Martina. Danke, Gerd und seine Frau. Danke, Günther. Günther und wie heißt seine Frau? Mhm. Ah, jetzt hast du mich gefangen. Auch was mit E. Habe ich jetzt vergessen. E, Emilia. Ja. Esmeralde. Ja. Elisabeth. Elisabeth. Vielleicht. Elisabeth. Günther und Elisabeth. Okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an alle. Mensch, danke euch. Liebe, liebe Freunde. An die Eltern. An die Eltern vom Christian, ich ja. Ich habe übrigens alles mitbekommen. Ja, meine liebe Schwiegermutter, die hat mir wieder so schöne Sachen gegeben. Gläser zum Zudrehen und Bettwäsche, schöne neue. Wow, danke. Danke, liebe Schwiegermutter. Vielen Dank. Und Peter, Schwiegervater auch. Vielen Dank an alle lieben Leute, die ihr uns hier in Ukraine so unterstützt. Und Ruben und Priya, ja. Danke. Danke, Ruben und Priya, für die Sachen für die Kinder und für die Flüchtlinge hier. Wir freuen uns sehr, sehr. Sehr freue ich mich, dass ich jetzt allen Leuten hier, Flüchtlingen, allen armen Omas, allen was schenken kann. Ganz, ganz, ganz lieben, ja, das Dank. Ist wirklich gut. Das ist so lieb. Und ja, danke, dass ihr uns hier unterstützt. Aber wir sind schon so fett und so zufrieden und so glücklich. Bitte, bitte nicht mehr helfen. Ja, wir geben das ja weiter. Ja, wir geben ja weiter. Ich meine, uns geht so gut. Noch ein Schnäppchen soll ich dir vielleicht. Ah, das ist so. Nee, da ist noch. Ist ja fast hier sowieso da nichts. Das ist Christians beste Schnäppchen, Birkenschnäppchen. Mhm. Oder Wasser noch. Ich habe hier direkt 2 Liter hingestellt. Ich muss noch ein bisschen was lassen, bin ich Stjopka. Ja, aber genieß, was dir schmeckt. Der Stjopka ist so satt. Hast du gesehen, wie dick der ist? Ja, was für ein Knochen, da würde sie sich freuen. Weißt du, wie dick der ist? Oh, der frisst und frisst und frisst. Kannst du einfach in den Topf schmeißen. Da freut er sich. Da kannst du einfach in den Topf schmeißen. So, ich sag schon mal Tschüss. Ich auch. Und wünsche meinem Liebling guten Appetit noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Schatzi, Frühstück. Frühstück, mein Schatz. Mein Schatz, der schläft noch. Der ist sehr ermüdet von gestern, durch die ganze Fahrt. So, hier habe ich Schweinefleisch, Eierchen brate ich für Christian, verschiedene Ziegenkäse, Kaffee habe ich für ihn groß gemacht, Äpfelchen gerieben. Ja, da habe ich so verschiedene Käse gemacht für ihn, verschiedene Ziegenkäse. Und solche, das ist so Weichkäse gemacht für ihn. Das ist auch lecker. Hier koche ich Blaubeerchen auf für ihn, damit er viele, viele, viele Blaubeerchen probiert mit Quark. 3 Eierchen, ich denke, das reicht 3 Eierchen. Ach so, Brot habe ich gar nicht geschnitten. Moment, ich nehme mir noch meine rote Beete. Das mag er nicht trinken. Rote Beete-Brühe. Und jetzt zeige ich euch, wie ich da benutze mein rote Beete-Quass. Rote Beete-Quass. Das habe ich hier schon umgefüllt. Schatzilein, komm frühstücken. Komm ruhig, Schatzilein, komm, zieh dich an. Ist okay, ich zeig dich nicht. Ich zeig meine rote Beete. Quass, was kommt dann in meine Brühe?
So sieht das aus. So. Ganz, ganz rot. Dieses Weiße, das ist nicht Schimmel, nichts. Das ist sehr, sehr lecker. Wenn Schimmel, wenn ihr sowas macht und ihr merkt Schimmel, dann ist es falsch gemacht. Irgendwelche, entweder schlechte rote Beete oder zu kalt oder noch ein Problem. Ich habe mein Brot. Mein Schatz hat das Brot. Habe ich schon gezeigt. Das Brot muss ich schneiden. Das schneide ich erst dann. Mache ich weiter. Erzählein, wie hast du geschlafen? Gut. Oh, guck mal, Blaubeerchen, ganze Glas. Hier hast du Schweinefleischchen und Putenfleisch. Da, das ist Pfeffer. Schwein. Hast du schon dir was getoastet? Ja, mein Brot ist schon getoastet. Jetzt toastest du deins. Knoblauch brauchen wir ein bisschen. Für Speck. Ich esse Speck. Eierchen, kannst du dir hier den Teller rausholen? So, ich mache erstmal kurz aus, damit wir einen Schluck. Aha, ich trinke einen Schluck meine Brühe. Rote Beete-Brühe. Das ist mein Lieblingsgetränk. Mmh, dieser Weichkäse, da bin ich schon sehr, sehr. Ich möchte sehr probieren.